Leute, ich begrüße euch zum zweiten Teil des Tutorials Erstellung eines Comics. Und ja, hier im Bild seht ihr gerade nochmal das fertige Ergebnis, welches ich vor einigen Monaten erstellt hatte. Wir wollen uns an dieses Ergebnis wieder herantasten. Ich blende mal meine Originalebene mit den ganzen Bearbeitungsschritten hier aus. Und was haben wir im letzten Tutorial gemacht? Das war unsere Originaldatei bzw. unser Originalbild, wie es aus der Kamera kam. Und im ersten Teil des Tutorials haben wir uns darum gekümmert, Körperpartien zu vergrößern bzw. auch zu verkrümmen. Da haben wir uns um Kopf, um, hier seht ihr es in den Ebenen, rechte Hand, Beine, Standfuß etc. gekümmert. Einfach direkt vergrößert. Über das Verkrümmen-Werkzeug, über das Transformieren-Werkzeug etc. haben wir dies bewerkstelligt. Wer das verpasst haben sollte, guckt einfach mal auf meinem YouTube-Kanal. Dort findet ihr diesen ersten Teil des Tutorials. Heute im zweiten Teil des Tutorials soll es gehen um den verflüssigen Dialog. Und ich muss sagen, für mich immer das absolute Highlight, wenn es darum geht, Comics zu erstellen. Den verflüssigen Dialog, den liebe ich einfach. Und wir steigen hier direkt ein. Wir bilden uns eine Summe beim Mac Command Alt Shift und E. Bilden wir uns eine Summe und die benennen wir uns um direkt in verflüssigen. Jetzt muss ich das F suchen, verflüssigen. Und steigen direkt ein in den verflüssigen Dialog. Ihr seht schon, ich habe diesen verflüssigen Dialog hier auch rot markiert, weil es mein absolutes Must-Have ist, wenn es um Comics geht. Und ja, hier muss man echt Adobe ein dickes Lob aussprechen. Adobe hat hier echt was getan im letzten Jahr. Die haben den verflüssigen Dialog ausgebaut, um diesen Part gesichtsbezogenes verflüssigen. Das heißt, Photoshop erkennt hier automatisch das Gesicht. In den meisten Fällen zumindest ist es so, dass Photoshop dies automatisch erkennt. Ich zoome mal näher ran. Und hier können wir direkt einsteigen und Augen, Mund, Kinnpartie etc. verändern, verkleinern, vergrößern. Für mich nicht das Maß der Dinge, aber wohl sehr cool geeignet, um einfach dort auch mal noch ein paar Basics zu nehmen, bevor ich dann nochmal mit meinem Mitziehen-Werkzeug hier nochmal Details herausarbeite. Wir gucken uns das gleich mal an, direkt unter Augengröße. Schaut euch das mal an. Die meisten Menschen haben immer unterschiedliche Augengrößen. Meistens das rechte Auge größer, bei manchen umgekehrt. Maria hatte hier das linke Auge, Antivirus-Meldung. Das linke Auge ist quasi bei ihr etwas kleiner. Das werden wir ein bisschen anpassen. Ihr seht es, Photoshop erkennt es. Jetzt halt ihr rechtes Auge ist ein bisschen kleiner, so. Von uns aus gesehen das linke, Photoshop erkennt es und vergrößert quasi ihr rechtes, von uns aus gesehen das linke Auge. An dem rechten, ich rede jetzt mal von unserer Sicht aus gesehen, von dem rechten Auge würde ich die Hände lassen. Hier würde ich jetzt nichts vergrößern, sonst sieht sie wieder unproportional aus bzw. unsymmetrisch aus. Deswegen lassen wir das hier mal auf 0. Augenhöhe können wir sehr wohl nochmal anpassen. Das sieht ganz cool aus. Machen wir mit dem anderen Auge auch nochmal ein bisschen. Und schon haben wir eine coole Basis, was die Augen angeht. Augenbreite, Augenneigung möchte ich hier, Augenabstand möchte ich hier die Finger von lassen. Nasenhöhe, das ist schon eine coole, witzige Angelegenheit, kann man ein bisschen mitspielen, aber die Nasenhöhe, die möchte ich ehrlich gesagt hier auch auf 0 lassen. Aber das ist euch selbst überlassen, ja, es ist wirklich alles individuell, persönlicher Geschmack, macht es so, wie ihr es möchtet, wie euch es gefällt. Und nebenbei gleich nochmal gesagt, die Nasenbreite werde ich definitiv hier anpassen. Gleich nebenbei, entschuldigt, nochmal gesagt, ihr könnt das auf jedes eurer Bilder übernehmen. Macht einfach ein witziges Foto von euch, Hauptsache man sieht euer Gesicht richtig, die Arme, Hände richtig. Und dann könnt ihr diese hier gezeigten Techniken 1:1 übertragen. Ja, ihr braucht nicht dieses Bild, um diese Techniken zu trainieren. Das Lächeln, Maria hat ja ein bezauberndes Lächeln, das wollen wir hier an der Stelle gleich noch ein bisschen betonen. Nicht zu viel, den Rest mache ich dann lieber mit meinem Mitziehen-Werkzeug. Oberlippe verschmälern, verbreitern möchte ich hier nicht. Die Unterlippe, die hat von Natur aus schon ein bisschen mehr Volumen. Da gebe ich noch ein bisschen mehr Volumen rein. Mundbreite möchte ich nicht ändern und Mundhöhe auch nicht. Die Gesichtsform, hier können wir die Stirn verändern. Die können wir ruhig ein bisschen höher machen, das sieht witzig aus. Also wirklich nach dem eigenen Gefühl, eigenen Geschmack. Die Kinnhöhe definitiv nicht kleiner machen, wir machen sie ein bisschen größer, aber aufpassen, hier stauchen wir den Hals. Das möchte ich natürlich an der Stelle nicht. Von der Seite her würde ich hier sogar mal die Hände von dieser Kinnhöhe lassen, weil ich den Hals nicht stauchen möchte. Kinnpartie, ja, da gehen wir schon mal so, genau in diese Richtung soll es gehen. Da geben wir schon eine kleine Basis mit und Gesichtsbreite lassen wir auf 0 stehen.
Okay, das mal zum gesichtsbezogenen Verflüssigen. Meine Empfehlung, die ich euch immer geben kann, verflüssigt nicht einfach drauf los, sondern generell bei der Bildbearbeitung überlegt erstmal ganz in Ruhe und genau, was möchtet ihr machen, was möchtet ihr verändern und dann geht da Schritt für Schritt vor, damit ihr euer Ergebnis, was ihr schon im Kopf habt, umsetzen könnt. Jetzt haben wir dieses gesichtsbezogene Verflüssigen schon mal gemacht. Ich sage mal einfach, okay, wir gehen dann wieder in den verflüssigen Dialog rein. Und wir schauen uns mal an, was wir gemacht haben bis dato. Vorher, nachher, vorher, nachher. Eine kleine Basis schon mal im Gesicht gelegt. Okay. Gehen wir zurück in den verflüssigen Dialog, um uns jetzt quasi einmal um den ganzen Körper drumherum zu arbeiten. Und das ist meine Empfehlung, die ich geben kann. Wenn ihr solch ein Comic erstellt, arbeitet euch wirklich einfach mal einmal drumherum. Überlegt im Vorfeld ganz genau, was wollt ihr tun, was wollt ihr vergrößern, was wollt ihr verschmälern, verkleinern etc. Legt nicht einfach blind drauf los, sondern überlegt euch im Vorfeld, was ihr tun wollt. Und dann geht einfach mal direkt drumrum. Ob es ein Kopfporträt ist, Ganzkörperporträt, spielt keine Rolle. Und dann legt ihr da einfach los. Wir zoomen wieder direkt ins Bild hinein. Das Gesicht, dem haben wir eine Basis mitgegeben und nun fangen wir an bei den Haaren, um hier mehr Volumen zu geben. Mein 90%iges, zu 90% im Einsatz befindliches Werkzeug hier in dem Dialog ist das Mizin-Werkzeug. Finde ich einfach klasse. Manche Leute arbeiten auch mit dem nach links Schienenwerkzeug, dass sie das Sinus quasi auf die Art und Weise dann alles vergrößern, verschmälern. Ich arbeite gerne mit diesem Mizin-Werkzeug, das ist für mich so das Maß der Dinge hier in dem Dialog. Und da fange ich dann auch gleich mal dem Haaren hier mehr Volumen zu geben. Und ich werde mit euch diesen Dialog hier einfach komplett von A bis Z mal durchführen. Das ist nicht ganz so zeitaufwendig wie vergrößern und verkrümmen. Und mein Tipp hier gleich wieder an der Stelle, den ich euch geben kann. A, passt euch immer den Radius entsprechend an, entsprechend der Kurve, die ihr bearbeiten wollt. Habt ihr zum Beispiel eine kleine Stelle, wie zum Beispiel diese kleine Stelle hier, die ihr seht, macht den Radius kleiner, passt die ein bisschen an. Passt die, schiebt die ein bisschen raus. Habt ihr eine große Kurve, passt den Radius an. Hier bei Mac mache ich es einfach mit Ctrl-Alt und dann ziehe ich den Stift auf meinem Tablet hin und her und muss das nicht manuell hier drüben regulieren. Ja, passt mir den Radius an und gehe dann direkt hinein und kann dann entsprechend der Größe der gewünschten Krümmung gut gezielt arbeiten. Ja, hier drüben zum Beispiel habe ich eine kleinere Krümmung, also passe ich den Radius entsprechend an und ziehe das hier entsprechend größer. Hier möchte ich es gerne wieder ein bisschen verschmälern. Der Radius ist mir hier zu klein. Ich ziehe den ein bisschen größer und gehe dann ein bisschen näher hier heran. Hier drüben auch. Ja, so habt ihr euch gleich mal eine Kenntnis darüber, wann ich diesen Radius ändere und warum ich diesen Radius in der Größe ändere. Gut. Ein Tipp, den ich hier euch gleich noch mitgeben möchte an der Stelle. Wenn ihr ein Comic erstellt, verflüssigt, zerstört ihr Pixel. Das ist einfach so. Ja, aber wir wollen zerstörte Pixel nachher natürlich nicht sehen. Wir werden im finalen Bildlook das Bild nachher grafisch gestalten, malerischen Look erzeugen. Man sieht es nachher nicht. Was man sehr wohl aber sieht, und das persönlich finde ich nicht so schön, wenn die Pixel sichtlich richtig arg zerstört wurden. Und ich übertreibe es hier an der Stelle einfach mal. Ich erhöhe mal den Druck ganz krass. Würde ich nie machen. Also arbeitet wirklich mit so einem recht geringen Druck, damit ihr gezielt und feinfühlig arbeiten könnt. Jetzt hier um zur Präsentation des, wie man es nicht macht, ziehe ich den mal nach oben. Und zieh einfach mal die Haare raus. Ja, so, und dann seht ihr auch schon, was ich meine mit zerstörten Pixeln. Auch wenn es hier bei den Haaren natürlich nicht machen würde, so eine starke Veränderung. Aber es geht ums Prinzip der zerstörten, zerwischten, zerzogenen Pixel. Das sieht einfach nicht mehr schön aus. Und das seht ihr hier. Ja, auch mit dem malerischen Look etc., was wir nachher noch alles drüber packen, kriegt man diese für mich. Muss ich einfach so sagen, für mich sichtbaren Fehler nicht korrigiert oder nicht kaschiert. Deshalb, hier mache ich es gleich mal wieder rückgängig, deshalb wirklich bei euch, bei euren Comics, ob nun an den Haaren, Kopf etc. oder woanders, wo ihr arbeitet, an welcher Gliedmaße oder wo auch immer, Seite sagte, nehmt den Druck zurück. Mit 14 seid ihr eigentlich mal ganz gut aufgestellt und tastet euch dann wirklich in kleinen Schritten voran, ohne die Pixel sichtlich zu zerstören. Das sieht nicht schön aus. Gut, dem Kopf haben wir mehr Volumen gegeben. Ich möchte den Ohren natürlich auch mehr Volumen geben. Ohren, die gehören einfach mit dazu. Gerade hier oben kriegen Sie immer eine kleine Kurve verpasst. Hier setze ich ein bisschen an und das Ohrläppchen muss natürlich auch größer sein.
Hier werde ich es ein bisschen reinziehen, damit ich für dieses Comic die Ohrläppchen hier einfach ein bisschen mehr präsenter gestalten kann. Ja, sieht cool aus. Wir gehen gleich rüber zum anderen Ohr. Das sieht sehr schön aus. Hier ist es schon schön reingezogen, da brauche ich nicht so viel zu tun, aber das Ohrläppchen sehr wohl werde ich wieder vergrößern. Hier wieder werde ich es hier wieder reinziehen, damit ich das Ohrläppchen wieder schön separiere für sich. Jawohl, klasse, sieht cool aus. Okay, und schon haben wir die Ohren auch angepasst. Wir gehen weiter zur Kinnpartie. Und so seht ihr, arbeite ich mich Stück für Stück hier vor. Die Kinnpartie möchte ich hier verschmälern. Habe meinen Radius entsprechend gleich wieder angepasst. Hier sehe ich so eine kleine Erhebung. Passe ich einfach meinen Radius ein bisschen entsprechend an und korrigiere das. Hier den Wangenknochen, die möchte ich hier bisschen erhöhen. Hier das Kinn schön anlegen, sieht cool aus. Hier anziehen, jawohl. Und das Kinn ziehen wir hier natürlich noch ein bisschen nach unten. Das hatte ich vorhin bei der gesichtsbetonten Verflüssigung nicht getan. Einfach all die, weil ich den Hals hier nicht stauchen wollte. Und deswegen nehmen wir uns das Ganze hier an. Hier möchte ich gerne auch noch mal ein bisschen das Kinn reinziehen. Hier auch noch mal einen Tuck. Den Wangenknochen hier möchte ich noch mal ein bisschen nach außen schieben. Jawohl, so sieht das cool aus. Wir gehen mal raus. Und wir machen als nächstes gleich noch die Schultern. Und hier gebe ich euch den nächsten Tipp. Wenn ihr bei euren Comics, entschuldigt bitte, wenn ihr bei euren Comics an Kleidung geratet, mein Tipp, legt die Kleidung für Comics, gerade für Comics, immer schön an. Ja, das macht, unterstreicht diesen Comic-Look einfach. Seht zu, dass die Kleidung hier eine schöne gerade Linie ergibt. Bei dem Kleid ist das hier gerade nicht so tragisch, aber wenn ihr zum Beispiel Hosen habt oder eine Jacke oder Hemden, die mehrere Falten nach außen so schlagen, dann einfach diese ganzen Falten zu einer schönen Linie angleichen. Für so einen Comic sieht das einfach cooler aus, schöner aus. Ja. Radius wieder ein bisschen angepasst. Ihr seht hier, wie ich mit dem Radius spiele, entsprechend der Vergrößerung, die ich machen will. Ich gehe mal hier rüber. Ja, hier ist nicht viel zu tun. Hier ein bisschen angelegt. Okay, gehe ich wieder raus. Jetzt geht es mir nochmal um die Schulter und den Trapezmuskel. Und jetzt werde ich das richtig schön und immer schön vom Rand ausziehen. Nicht, dass ihr in der Mitte irgendwelche Pixel verschiebt, die ihr nicht verschieben wollt. Sieht cool aus, werde den Trapezmuskel hier noch schön in Schwung bringen, schön nach unten ziehen. Ja, prima. Und natürlich parallel immer zu der anderen Seite gucken, dass sich das auch proportional gut aussehen zueinander verhält. Hier hat die Schulter, gebe ich der Schulter ein bisschen mehr Rundung mit. Ihr seht, wieder diesen Radius angepasst. Hier passt das soweit. Hier gebe ich noch einen kleinen Radius angepasst, eine kleine Kurve mit. Und hier lege ich den Trapezmuskel nochmal an auf ihrer rechten Seite, von uns aus links gesehen. Radius wieder verkleinern, damit ich die Kante hier noch schön erwische. Und hier nochmal ein kleines bisschen. Sieht das cool aus? Ich mache mal okay, wir gucken uns das mal an, vorher, nachher. Okay, schauen wir. Vorher, nachher. Und ihr seht, jetzt kriegen wir immer mehr Gestalt in dieses Comic. Gut, gehen wir wieder in den verflüssigen Dialog und kümmern uns mal um die Arme, das Kleid und die Füße. Filter verflüssigen, kümmern wir uns mal um die Arme. Zoomen wieder in das Bild hinein. Mitziehen-Werkzeug, Radius anpassen und definitiv werden wir uns erstmal die Oberarme verschmälern. Und ihr seht schon, ich habe vorhin eingehend gesagt, arbeitet euch einmal ringsrum. Jetzt in der Praxis merke ich selber, dass ich immer von links nach rechts arbeite bei solchen Comics, um einfach die Proportionen auch aufeinander angepasst zu haben. Und nicht angekommen auf der anderen Seite dann zu merken, passt gerade nicht so wirklich, jetzt muss ich da drüben nochmal ran. Deswegen gleich so auf diese Art. Ja, sehr cool. Die Unterarme hier, das passt bei ihr auch wie die Faust aufs Auge, so einen kleinen Popeye-Look hier reinzubringen mit den Unterarmen. Das ist eine, sieht cool aus, sieht witzig aus. Hier den Knochen, Handgelenksknochen nehmen wir ein bisschen zurück, damit es wirklich witzig aussieht. Und hier bringen wir noch ein bisschen Form rein, jawohl. Sehr cool. Und dasselbe hier drüben auf der anderen Seite. Unterarme hier vergrößern. Richtig kräftig machen. Power-Unterarme. Hier verflüssigen wir es ein bisschen nach innen. Auch hier
werden wir die Handgelenke oder das Handgelenk verschmälern. Und jetzt kommen wir zum nächsten Tipp. Wenn ihr Gliedmaßen hier verflüssigt und ihr kommt an Stellen, die nicht in Mitleidenschaft gezogen werden sollen, das heißt nicht verändert werden sollen, wie zum Beispiel hier das Kleid, hier an der Stelle wird es doch ein bisschen eng. Und wenn ich jetzt hier anfange zu verflüssigen in den Arm, dann seht ihr, werde ich das Kleid hier mit verunstalten. Möchte ich nicht tun, an der Stelle nicht. Dann gibt es hier drüben ein Fixierwerkzeug, Fixierungsmaske. Müsst ihr richtig nah rangehen, damit ihr auch wirklich alles erwischt. Und dann fixiert ihr euch quasi den Bereich, den ihr nicht von dieser Verflüssigung in Mitleidenschaft gezogen haben wollt. Und dann könnt ihr ganz in Ruhe, geht wieder raus, und dann könnt ihr ganz in Ruhe mit eurem Werkzeug hier wieder rangehen und könnt euren Unterarm verformen, vom Machen tun, ohne dass die Gegenseite da irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird. Das ist eine sehr, sehr coole Sache und da muss ich sagen, hat Adobe wirklich damals schon ein cooles Hilfswerkzeug eingebaut. So, hier auch der Unterarm soll reichen. An den Händen hier als solches würde ich an so gar nichts machen. Hier reicht mir einfach die Vergrößerung aus dem ersten Tutorial. Hier würde ich einfach nur mit dem Aufblasenwerkzeug, was ich ab und zu nehme, mit dem Aufblasenwerkzeug rangehen. 1, 2 Steps mal drauf geben, um die Hand hier an der Stelle nochmal 1, 2 noch ein bisschen zu vergrößern, aber ganz sachte und nicht zu extrem. So, wo ist hier meine Maus, mein Mitziehwerkzeug? Und nun geht es an das Kleid. Wir fangen hier drüben wieder an. Ich schaue mal, ob ich das ohne Fixierung des Unterarms hinbekomme. Gehe hier Stück für Stück ran. Möchte hier eine schöne Kurve haben. Hier diese Kante. Ich gehe noch näher ran. Diese Kante vom Vergrößern des ersten Tutorials, ersten Dialoges. Die möchte ich hier natürlich aufheben. Ich möchte eine schwungvolle Linie haben. Auch hier eine richtig schöne Kurve rein haben. Und das gefällt mir. Jetzt geht es mir wieder zur Sache mit der Hand hier drüben. Also wieder fixieren hier drüben. Was nicht in Mitleidenschaft gezogen werden soll, müssen wir ein Stück näher rangehen. Da werdet ihr bei solchen Stellen um dieses Fixieren-Werkzeug nicht drumherum kommen. Aber dafür ist es auch gedacht. Und wirklich nah rangehen, damit ihr auch wirklich die Kante erwischt und nicht noch ein bisschen von der Kante dann mitzieht. Wieder hinein in unser Werkzeug und dann könnt ihr ganz ungestört hier arbeiten. Und ihr seht schon, hier habe ich ein bisschen was von der Kante vergessen. Die kommt hier gerade mit. Die werde ich hier nochmal fixieren und dann wieder rein mit meinem Werkzeug. Und da ist immer noch ein bisschen Kante mit bei. Aber so soll das in Ordnung sein. Jetzt gehe ich wieder raus, damit ich diese Kurve hier richtig im Blick habe. Und sieht das cool aus. Und auch hier haben wir wieder das Problem, hier drüben auf der anderen Seite, seht ihr schon, diese Falten im Kleid, die können wir hier wunderbar uns rausarbeiten. Das funktioniert hier gut. Hier ziehen wir sie an. Hier werden wir diese Kante rausziehen, dass da so eine schöne Linie entsteht und diese Huckel nicht mehr zu sehen sind. Hier können wir noch gut rangehen. So soll das ausreichend sein. Und hier wird es schwierig. Hier würde ich ehrlich gesagt nachher im Finale, in der finalen Bildbearbeitung einfach den Kopierstempel nehmen und die Sache hier schön sauber rausstempeln. Und das sehen wir dann im dritten Part. Hier würde ich eigentlich mit dem verflüssigen Filter an der Stelle nichts machen, weil die Verbindung zu dem Unterarm hier steht oder zu dem Oberarm. Gut, gehe ich wieder raus, gehe hier rüber. Und jetzt möchte ich das Kleid an der Stelle noch verformen. Jetzt habe ich hier natürlich die Fixierungsmaske gesetzt. Hier habt ihr den Radiergummi, um diese Fixierung wieder aufzuheben. Radiert es einfach raus, geht wieder in die Fixierung, geht näher ran und setzt die Fixierung neu der Bildelemente, die ihr jetzt nicht mehr mit der Verflüssigung beeinflussen wollt. An den Rest kommen wir da nicht ran. Außer Gefahr, gehen wieder in den Dialog hinein und fangen an, sogar ein bisschen größer, Radius vergrößern, Radius verkleinern, hier die Kante rausnehmen, nochmal ein bisschen die Kante rausnehmen und Stück für Stück voranarbeiten, das sieht cool aus. Jawohl, klasse.
Okay, auch hier wollen wir ein bisschen mehr Schwung reinbringen. Eine schöne Kurve. Feinarbeit, Gefühl und dann tasten wir uns da an unser finales Ergebnis heran. Jawohl, hier möchte ich noch mal ein bisschen mehr Kurve reinbringen. Prima, soll ausreichen. Ich zoome ein bisschen weiter raus, das Kleid soll hier noch ein bisschen mehr Schwung bekommen. Ein bisschen mehr Größe, ein bisschen mehr Volumen. Hier drüben auch. Hier haben wir noch eine kleine Kante von unserem Verkrümmeln-Dialog im ersten Part des Tutorials. Und auch die Kante möchte ich hier wieder ein bisschen rausnehmen. So sieht das cool aus. Jawohl. Gehe ich wieder ein Stückchen näher raus. Guck mir die Beine an. Ich möchte die Waden hier gerne vergrößern. Das sieht witzig aus. Die Fußgelenke verschmälern. Hier verschmälern. Hier vergrößern. Und ihr seht, Stück für Stück arbeitet man sich da so heran. Die Wade hier möchte ich vergrößern. Oberschenkel hier möchte ich ein bisschen schmaler machen. Nicht weil, nicht, dass die Frauen mich jetzt hier hassen. Nein, nicht weil die Oberschenkel breit sind, um Gottes Willen. Tolle Figur. Nein, es geht einfach nur um diesen witzigen Look. Genau wie mit den Armen. Da sind die Unterarme halt massiv verstärkt und die Oberarme schmaler gemacht. Das sieht witzig aus. Darum geht es einfach nur. Gut, die Füße. Auch den Füßen würde ich einfach einen kleinen Kick geben mit diesem Aufblasenwerkzeug. Radius entsprechend wählen. 1, 2, 3. Radius wählen. 1, 2, 3. Und dann soll es in Ordnung sein. Gut, wir sagen okay, lassen ihn kurz rechnen. Und gucken uns einfach mal an, was wir mit diesem verflüssigen Dialog erreicht haben. Vorher, nachher. Sieht sehr cool aus. Und jetzt gehen wir nochmal an das Gesicht gezielt heran. Und das ist dann quasi auch schon der letzte Step hier im Tutorial Comic Teil 2 verflüssigen, dass wir uns jetzt zum Ende hin nochmal das Gesicht annehmen. Und wir gehen direkt hinein, nochmal im verflüssigen Dialog, nah an das Gesicht heran. Und hier jetzt auch nochmal der nächste Tipp. Wir sehen es jetzt schon. Durch dieses Verflüssigen zerstören wir Pixel und da sehen wir hier eine Schärfe der Augen. Dass die Pixel jetzt langsam, gerade jetzt hier in dem Bereich, an der Region kommen. Mensch, aufpassen. Ja, nicht, dass ihr die Pixel zu doll zerstört, was ich euch hier vorhin an den Haaren erklärt habe. Wir arbeiten uns einfach an den Augenbrauen vor. Augenbrauen, die nehme ich immer gerne nach oben. Der Druck wird aber hier erhöht auf 14, das ist ein guter Wert. Und die Augenbrauen ziehen wir uns hier nach oben. Das bringt immer Pep rein in ein Comic, die Augenbrauen. Schöne Kurve, das sieht cool aus. Aber immer schön aufpassen auf die Pixel. So, auch das Ganze hier drüben. Das sieht sehr, sehr schön aus, jawohl. Und jetzt mit den Augen vorsichtig. Wir gehen mal näher ran. Ihr seht, hier ist schon Schärfe verloren gegangen. Ja, durch diese ganze Geschichte. Vorhin hatten wir ja dieses gesichtsbezogene Verflüssigen gemacht. Und hier einfach jetzt sachte vorgehen. Und aufpassen, nächster Tipp, aufpassen, dass ihr den Kreis des Auges hier nicht zerstört. Also nicht hier einfach drauf losziehen und nachher habt ihr hier ein Ei drin anstatt einen Kreis. Aufpassen. Ja, hier muss ich sagen, würde ich an dem Auge gar nichts mehr weiter tun. Ich würde jetzt hier nicht mehr anfangen zu verflüssigen. Vielleicht ganz zart nochmal mit dem Aufblasenwerkzeug nochmal ein, zwei Steps drauf geben und dann würde ich genau die Mitte erwischen von der Pupille. 1, 2. Mitte erwischen. 1, reicht hin, mehr wollte ich nicht tun. Und an den Augen belassen wir es dabei. Kommen wir zu den Wangenknochen. Ab in mein Mitziehwerkzeug und jetzt wird es nochmal witzig. Hier werden wir schönes Lachen verpassen. Das sieht immer cool aus. Wir wählen den Radius ein bisschen größer. Sehr schön. Hier in den Knochen nochmal ein bisschen betonen, hier nochmal ein bisschen ranziehen. Hier nochmal ein bisschen nach unten ziehen. Die Lippe kann ruhig nochmal ein bisschen mitkommen. Hier gehen wir nochmal ein bisschen Form rein. Hier gehen wir nochmal ein bisschen Form rein. Die Oberlippe werden wir hier. Das kriegt der verflüssigen, bzw. dieser gesichtsbezogene verflüssigen Dialog nicht so super hin, als wenn wir es hier händisch machen. Da gebe ich nochmal ein bisschen mit. Und ich werde auch die Zähne hier. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Original so gemacht hatte. Aber die Zähne werde ich hier auch alle nochmal ein bisschen anpassen.
Nein, ich glaube, im Original hatte ich das, in der Originalbearbeitung hatte ich das nicht getan. Aber mir ist jetzt gerade danach, deswegen werde ich es hier auch tun. Und ja, es geht ja nicht darum, dass wir, wie gesagt, das 1:1-Ergebnis vom Original haben, sondern die Prinzipien zu erläutern und einfach Spaß zu haben. So, finde ich cool, möchte ich so haben. Vielleicht gefällt mir das Ergebnis nachher sogar besser als das Original. Wir werden sehen. So, die Nasenflügel, die möchte ich definitiv hier auch nochmal ein bisschen aufziehen. Da möchte ich mehr Form reinbringen. Ja, das sieht einfach cool aus. Hier nochmal ein bisschen mehr Form reinbringen. Hier ein bisschen mehr Form reinbringen. Hier, das wollen wir nochmal ein bisschen vergrößern. Jawohl, sehr cool. Okay. Oh nee, oh nee. Jetzt, wenn ich jetzt nur näher rangehe, finde ich ehrlich gesagt, nehme ich es wieder zurück. Das nehme ich wieder zurück. Jetzt muss ich mich da bloß mal wieder rantasten. Und das mit der hochgezogenen Oberlippe, das hat mir jetzt doch nicht so gefallen. So ist okay. Jawohl. Gut. Prima. Okay. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, im Vorher-Nachher, was wir mit diesem verflüssigen Dialog geschafft haben. Vorher-Nachher, vorher-Nachher. Wir nehmen nochmal die Vergrößerung raus, gehen nochmal auf das Original. Das kam aus der Kamera. Das haben wir beim letzten Mal gemacht, die eigentlichen Vergrößerungen erstmal die Basis erstellt und heute im zweiten Tutorial haben wir quasi die Verflüssigung vorgenommen. Und ihr seht schon, so langsam kommen wir, na, es ist nicht genau dasselbe, aber so langsam kommen wir an unser Ergebnis heran. Der Kopf ist hier sogar ein bisschen größer, ein bisschen anders noch verformt, aber egal. Es wird auf alle Fälle seinen eigenen Charme haben, dieses Bild. Gut! So viel dazu im verflüssigen Dialog. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Probiert euch aus. Habt ihr Fragen? Schreibt sie in die Kommentare. Ich antworte und erkläre es euch ganz genau. Gerne auch private Nachricht oder E-Mail, kein Problem. Und wir sehen uns im dritten Tutorial. Da werde ich im Vorfeld schon mal unser Model Maria hier freigestellt haben. Und dann geht es da darum, hier nochmal den finalen Bildlook zu erzeugen. Das bedeutet, da kommen dann halt noch verschiedene Texturen nochmal zum Einsatz. Und diese Malereffekte mit den Pinseln kommen zum Einsatz und der Nick-Filter kommt zum Einsatz. Okay, das zum Tutorial 2. Wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche im Tutorial 3 Bildlook für das Comic erstellen. Bis dahin probiert euch aus, viel Spaß damit und wir hören uns. Haut rein, bis dann, ciao, macht's gut.